Herzlich willkommen bei der Silver Assi FAQ Januar 2018. Es ist immer wieder unglaublich, wie viele Teile wir jetzt mittlerweile in dieser Videoreihe schon haben. Ich glaube, ich habe in keiner Videoreihe mehr Videos reingepackt als hier bisher. Nun gut, legen wir los. Der Pascal fragt, für was braucht man die Kondensatoren bei den Lipo-Akkus in einem RCK? Was nützen die? Aufklärung, einbauen, wo kaufen? Nötig, wenn ja, welche Größe? Also, diese Kondensatoren verwendet man, um Spannungsspitzen zu überbrücken. Die werden noch nicht an den Lipo angeschlossen, sondern an den Regler. Und zwar so nah wie möglich an den Regler dran. Die schonen halt den Regler selber. Braucht man es nicht unbedingt in jedem Auto, aber jeder Regler hat auch zum Beispiel schon Kondensatoren verbaut. Die meisten haben die intern und einige bei den Max 8 Kombos am Anfang konnte man da zum Beispiel noch welche ranlöten. Einbauen schadet nicht. Wo kaufen? Dr. Avi Racing zum Beispiel hier auf Facebook, der baut dir die so, wie du die brauchst. Nötig, ja, welche Größe, das kann er dir berechnen, das habe ich nämlich auch noch nicht kapiert. Vincent, juhu, wollte ich schon immer mal wissen, warum das Silver? Dein bürgerlicher Name ist ja eigentlich bekannt. Ja, mein bürgerlicher Name ist bekannt, weil Facebook mich irgendwann mal zwangsumbenannt hat. Und warum das Silver? Das ist tatsächlich ein Formel-1-Rennfahrer, so wie da auch gemutmaßt wurde. Das ist Ayrton Senna da Silva und der Mädchenname von Ayrton Senna, Ayrton Sennas Mutter, war halt da Silva. So, und das ist damals gekommen. Ich wollte halt den Kanal eröffnen und wollte halt vielleicht auch mal ein bisschen anderen Namen als das, was so üblich ist. Und da gefiel mir das Silver RC halt schon ganz gut. Und wie man sieht, war das nicht so verkehrt. Ja, das war das. Und ich bin halt auch ein großer Fan von diesem Rennfahrer, auch wenn er leider schon 1994 verstorben ist. Nick, guten Tag. Was kriege ich noch für ein Armor Creighton V1 und ein Team Durango Dex 8? Team Durango Dex 8 ist der Buggy, der ist angelehnt an den Armor Typhoon. Ist natürlich auch schon ein bisschen was älter und Team Durango gibt es nicht mehr. Schwierig als Roller. Die wurden ja auch abverkauft, 150 Euro. 200, wenn du gut bist. Je nach Zustand auch, ne? Ja, und für den Creighton vielleicht ein bisschen mehr, aber ich mache da nicht so große Hoffnung. Das hängt auch immer so ein bisschen vom Zustand ab, ne? Kann man so sehr schwer sagen. Vielleicht einfach mal auf Kleinanzeigen oder eBay beendete Auktionen. Da findet man eigentlich sehr, sehr gute Anhaltspunkte, was sowas noch wert ist. Welches günstige RCK Offroad RTR würdest du einem totalen Anfänger empfehlen? Er will keinen Bausatz. Dann habe ich mal gefragt, was für ein RC? Und er sagte, Buggy, Truggy, ca. 200 Euro. Das ist nicht so einfach. 200 Euro ist sehr, sehr wenig. Da fallen mir ad hoc nur die LC Racing Autos ein, die fast in der Preisklasse spielen. Ich glaube, 230 kosten die mittlerweile. Irgendwie juckt es mich voll überall. Ansonsten weitersparen, 1:8er kaufen. Und da ist, glaube ich, eher hier bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man so derzeit haben kann. Der Mario, Schneemobil in kleinem Maßstab gibt es ja genug. Gibt es auch welche als 1:8? Wäre bei Schnee eine schöne Sache und die Strecke kann man sich schnell mal vor der Haustür bauen. Ist korrekt, ja. Gibt es aber nicht, meines Wissens. Es gibt ein Umbau-Kit für den Summit. Da macht man Schneeschild vorne dran und die Schneeketten. Dann ist man aber schnell 1000 Euro los, nur für Ketten und Schneeschild. Muss man wissen, was man tut. Thomas, soll ich mein X-Ray XWB8E fertig bauen? Das ist der SWB-Umbau, den ich euch auch mal gezeigt habe. Er hat das gleiche Projekt zeitgleich wie ich im Auge gehabt. Oder stattdessen doch den XT8E, also den Truggy. Vorteil, ich hätte wieder einen Buggy. Nachteil, ich hätte kein SWB. Ich kann mich nicht einfach entscheiden. Ganz simpel. Bau den XWB8E fertig, kauf dir ein XT8E und kauf dir ein Buggy. Wenn du kein X-Ray hast, hast du kein X-Ray. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich glaube, ich würde aber den XWB fertig bauen. Na? Schwierig. Vielleicht mir dann noch ein Buggy zusammenkaufen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du da bist und was du da jetzt kaufen musstest. Ist vielleicht mal eine Lösung. Der Jupp,
Wird man den Losi Super Bayer Ray bei dir sehen? Erstens 1 zu 10. Zweitens Losi, nein. Danny, wird es jetzt Crawler-Videos geben auf deinem Kanal? Crawlen ist voll cool. Ich habe den ja nicht besorgt zum Angucken. Es wird es bestimmt geben demnächst. Ist jetzt momentan habe ich ein bisschen wenig Zeit, aber definitiv werde ich das wohl demnächst mal machen. Was kannst du für einen günstigen Sender empfehlen, wo die Empfänger nicht so teuer sind, man aber für Tourenwagen schon ein bisschen was einstellen und auslesen kann? 100 bis 200 Euro. Nicht so teuer. Das ist immer so eine vage Aussage. Für Tourenwagen definitiv Sanwa MT4, MT4S oder Sanwa MTS. Die MTS habe ich jetzt gesehen, die kostet mit antennenlosen Empfänger bei Toni Sport, ich glaube, 180 Euro. Und das ist das Geld auch wert. So. Futaba kann man natürlich auch nehmen, Graupner kann man auch nehmen. Das Problem ist, dass die Onroad-Strecken fast alle Sanwa-Land sind. Das heißt, wenn ihr da was wissen wollt, wie man das einstellt, tun die Jungs sich da sehr, sehr schwer. Das muss man alles selber machen. Daher definitiv eher Sanwa. Ralf, hab noch eine Frage. Was wird aus Arma und Axial wegen Hobbykurs aktueller Situation? Ja, da hat der Alexander Schölzchen von Spielzeug Affen schon was geschrieben. Die europäischen Märkte, also Pro Models, werden nicht aus den USA, also von Hobbyco beliefert, sondern die Ware kommt direkt aus China. Da ist also vorerst zumindest mal die Ersatzteilversorgung gesichert. Da würde ich jetzt auch noch gar nicht so den Affen von machen. Die sind nämlich nicht pleite, wie einige schreiben, sondern sie sind einfach nur insolvent. Das ist zwar auch nicht schön, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich denke, selbst wenn Hobbyco über die Planke gehen sollte, wird sich ein Investor für die Marken Arma und Axial und noch ein paar andere sicherlich finden, weil Hobbyco ist ja auch nur ein Vertrieb. Ja, die vertreiben halt diese Marke. Den Namen habe ich keine Ahnung, wie man das ausspricht. Vielen Dank für deine tollen Videos. Weiter so. Frage, dein VWD, der VWC, ist weg. Warum? Ja, warum? Es kam neu auf den Markt und ich wollte halt einfach mal was Neues machen. Da ist teilweise natürlich der Racetruck gemeint. Da ist aber auch noch was anderes gemeint, was ich derzeit gerade zusammenbaue. Wartet einfach mal ein bisschen ab. Wie geht ein Front-WD, also ein Fronti, im Gegensatz zum 4WD nach Halle? Naja, er ist ein bisschen langsamer. Bei uns zumindest eine halbe, dreiviertel Sekunde so ungefähr. Er untersteuert natürlich mehr, er kippt auch schneller, was das Fahren jetzt aber nicht schlechter macht. Das macht durchaus Spaß mit dem Ding. Hat er einen Gewichtsvorteil gegenüber dem 4WD und kann er diesen ausspielen, zum Beispiel durch längere Fahrzeiten? Längere Fahrzeiten, also ich sag mal, nach 8 bis 10 Minuten ist sowieso vorbei mit Konzentration. Länger fahren wir da eh nicht. Von daher macht das eigentlich nicht so viel aus. Ich hatte das Fronti-Thema einfach irgendwann über und habe den dann weggegeben. Es kommt ja auch ein neuer FF18 auf den Markt von VBC. Avisomatics arbeitet dran. X-Ray, so wie man hört, soll da vielleicht auch noch mitspielen demnächst in der Liga. Und wenn du kein X-Ray hast, hast du kein X-Ray, ne? Elias, warum fährst du eigentlich keine Verbrenner? Ja, warum fahre ich keine Verbrenner? Ganz einfach, weil ich da keinen Bock drauf habe. Weil ich auf diese Einstelle, auf den Krach, auf den Gestank einfach null Lust habe. Das ist der einfache Grund. Und warum soll ich einen Verbrenner fahren, die tendenziell bei den Bashern definitiv weniger Leistung haben als meine Brushless-Autos und auch noch komplizierter sind? Und ich habe da, wie gesagt, auch null Ahnung von. Was ist denn der billigste Empfänger für die Sanwa MT4? Das ist der RX, keine Ahnung. Der kostet um die 60, 70 Euro im Normalpreis. Den findet man im Angebot auch mal für 40, wenn ein Kleinkram die verramscht. Augen offen halten. Sanwa ist einfach teuer. Das ist so. Aber es ist auch das Geld wert. Er läuft ja auch mit Sanwa. Tobias, was hältst du von dem Amevi AM8E Buggy? Und wie lange wird es dauern, bis du einen Traxxas TRX4 bekommst? Also ich glaube, den Traxxas TRX4 siehst du bei mir nicht. Obwohl mich diese Tactical Unit mega reizt. Wirklich mega. Und den Amevi, da kann ich gar nichts zu sagen, weil den habe ich weder hier gehabt, den habe ich schon mal in der Hand, noch nie in der Hand gehabt. Wartet aber mal ab, was das Jahr bringt. Wer weiß, vielleicht steht da ja irgendwann mal. Alec, sind Traxxas-Stecker alle besser als Deans? Im 1 zu 8er Bereich ist alles besser als Deans. Aber
Traxxas-Stecker sind jetzt auch nicht so das Wahre, ne? Besser ja, aber das Tollste sind sie auch nicht. Er hier hat jetzt auch noch Dienst, die muss ich noch umlöten. Ansonsten gehe ich schon auf ein bisschen größeres Stecksystem. XT60 ist da definitiv die bessere Alternative. Karl Gerd. Zuerst mal, deine Videos sind echt super, mach weiter so. Nun zu meiner Frage. Was hältst du von dem Really Generation X Brushless 4S? Weil habe mir den für den Anfang zugelegt. Ja, das ist ein Auto, das funktioniert, das hat natürlich seine Schwachstellen. Das ist kein Hardcore-Bäscher. Aber ich glaube, preis-leistungstechnisch ist der nahezu unschlagbar. Ich werde mir den jetzt so nicht kaufen. Aber das Wichtigste ist ja, dass du damit zufrieden bist und nicht irgendjemand anderes. Marco, sollte man, wenn man die Lipos eine Weile nicht benutzt, Winterpause, ab und zu mal aufladen und wieder auf Lagerkommandant bringen oder nicht? Also man sollte definitiv ab und zu mal kontrollieren, dass die Akkus eine Zellenspannung von 3,7, 3,8 Volt so um den Dreh haben. Und wenn die geringer werden, halt einmal wieder auf Lagerspannung bringen. Das ist ja schnell gemacht. Ja. Und natürlich Lipos lieber benutzen statt rumliegen lassen. Das macht definitiv mehr Sinn, weil dieser Lagerzustand oder das Rumliegen der Akkus tut denen definitiv nicht gut. Das ist ein bisschen anders als bei NIM-Akkus damals. Edi, was hältst du von ProLine Pro MT 4x4? Was man so sieht und hört halt. Dann kommt weiter so. Also, Firma ProLine macht sehr, sehr geile Autos. Gar keine Frage, überhaupt nicht. Aber die sind arschteuer. Das Ding kostet, glaube ich, 400 Euro als Kit. Ohne Elektronik, das ist schon viel Geld. Und das ist mir auch für so ein kleines Auto viel zu viel Geld, weil der ist ja nur diese Größe. Ne? Ist ein bisschen breiter, glaube ich. Aber sonst ist das so, ne? Handtaschenformat. Lukas, hält der Tamiya TT02R auch brushless aus und reicht der auch, um auf einer Asphaltstrecke, die auch für 1:5er ist, mit Onroad anzufangen? Ja, er hält Lipo aus. Ich fahre ja auch mit Lipo damit und ich fahre auch Brushless damit. 17,5 haben wir schon gefahren. Es gibt auch Leute, die 13,5 fahren und so weiter und so fort. Das ist durchaus möglich, aber der Verschleiß steigt halt, je mehr Power du da reinlegst. Das ist aber nicht nur beim TT02 so, das ist beim 01 so, das ist bei allen Plastikwandenchassis so und auch bei allen Tourenwagen. Mehr Power, mehr Verschleiß. Ist immer so. Wirst du mal einen von Team C haben? Ich glaube nicht. Fahre die selber und die halten richtig was aus. Kann man so sehen. Ich habe zu Team C einfach eine gespaltene Meinung. Meiner Meinung nach sind die halt nicht das wert, was sie kosten. Das ist aber nur meine Meinung. Das ist ähnlich mit Abzima. Es sind so Marken, die ich hier immer gescheut habe bisher, weil die meiner Meinung nach nicht so ganz geil sind. Ich muss mir das mal einfacher machen hier. Fahre die selber und Harina, willst du mal den Really Generation X6S haben? Nö. Buggy ist sowieso nicht so ganz meins. Dafür ist unser Gelände zu offroadig. Und der Really New One, das ist ein 1:10er. Das ist meiner Meinung nach für mich zu klein zum Mäschen. Ist immer wieder das gleiche Thema. Sehr cool, dass du immer noch die Fragevideos machst. Ja, ich bin immer noch beeindruckt davon, dass ich heute schon wieder 51 Fragen dazu bekommen habe. Irre. Simon, was hältst du vom LRP S8 Rebel BXE? Hat mich nie gereizt, dieses Auto, und ich weiß gar nicht warum. Ich musste mir mal Bilder angucken, der macht jetzt nicht so den schlechten Eindruck, aber auch nicht den besten. Kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ne? Das ist immer blöd, wenn Leute zu Autos fragen, die ich noch nicht hatte. Was soll ich dazu groß sagen? Ohne sie getestet zu haben, kann ich nicht viel erwähnen. Ne? Benny, was ist dein persönlicher Platz 1 all in der von dir 2017 getesteten Becher in Sachen Preis-Leistung? Preis-Leistung brauchen wir uns gar nicht lange drüber unterhalten. Da ist eher das Nonplusultra. Da habe ich letztes Jahr nichts Besseres auf dem Kanal gehabt für so wenig Geld. Das muss man festhalten. Wenn wir aber persönlicher Platz 1 in alle getesteten Autos, MT, Truggy, RTR und sowieso haben von 2017, dann ist das der Xen Reaper. Ich habe kein Auto gehabt, was so irre geil ist.
Da muss man dann halt einfach mal den Preis außen vor stellen, wobei der jetzt auf 5,99 gesetzt wurde. Und dann ist es auch schon erträglicher. Andere Servo rein und ab geht's. Philipp, der guckt meine Videos schon ganz lange. Den Namen kenne ich schon ewig. Was hältst du oder was ist deine Meinung zu den Preisen der Arma V3? Marktwirtschaft, ne? Werden halt teurer. Der Wechselkurs zum Dollar ist scheiße. Das kommt natürlich noch hinzu. Es wurde viel an den Autos gemacht, relativ. Also beim Talion zum Beispiel sehr, sehr viel. Creighton und Typhoon hatte ich jetzt noch nicht hier. Kommt vielleicht bald. Und ja, wir werden sehen, was der Markt sich einfallen lässt, weil die V2 waren anfangs auch deutlich teurer, als sie das letzten Endes dann wirklich waren, als so, sage ich mal, 2 Monate ins Land gegangen sind. Der Straßenpreis wird sich relativ schnell da wandeln. Kannst du mir mal einen Tipp geben, welche Dämpfer ich in meinem Esso SC8E bauen kann? Danke und mach weiter so. Ja, Sebastian, bau doch einfach die vom RC8 ein. Das Auto ist ja fast baugleich. Das sind Top-Dämpfer im 1 zu 8er Offroad-Bereich. Die würde ich auch immer einbauen, weil das sind die Originalen. Amir, wie kamst du zu RC und YouTube? Ja, das ist eigentlich leicht erzählt. Ein Kumpel hat mich heiß gemacht. Der hat mir erzählt, wie geil das alles ist. Und dann habe ich mir auch eingekauft. Und ja, als es dann ein bisschen ans Eingemachte geht, ich so ein paar Tipps und Tricks wissen wollte, habe ich halt im deutschen YouTube nichts gefunden. Dann habe ich gesagt, dann mache ich es selber. Habe mich halt nach und nach daran getastet, habe mir Wissen angeeignet und so ist das Silver Assi über die letzten 4 Jahre halt entstanden. Ne? Vor 4 Jahren hatte ich definitiv keinen Plan. Oliver, hallo, früher hast du die Absima CA3P noch als gute Funke für deine Offroad-Autos gelobt. Das ist falsch, ich habe gesagt für meine Offroad-Basher. Das ist ein Riesenunterschied. Mittlerweile scheinst du ja mehr ein CA3P-Hater geworden zu sein. Das ist nicht so ganz richtig. Aber ich benutze sie tatsächlich nicht mehr in meinen Autos. Woher kommt der Wandel? Also, das ist ganz einfach. Die CA3P ist deutlich, deutlich langsamer als meine Sanwa MT4. Von der Übertragungsrate, von der Präzision ist es eine ganz andere Welt. Von der Handhabung ist es eine ganz andere Welt. Um das zu erklären, muss der Gegenüber sowas auch mal gefahren sein. Dann versteht man das auch. Ja, und wenn ich halt mein Auto präziser und besser fahren kann, habe ich weniger Defekte. Habe ich weniger Defekte, amortisiert sich eine relativ teure Funke relativ schnell. Mal drüber nachdenken. Also seitdem ich die Sanwa fahre, fahre ich deutlich besser. Auch die Offroader, hätte ich nicht gedacht. Und habe auch weniger Defekte. Zumindest eigenverschuldet. Dass mal irgendwas kaputt geht, ist ganz normal, aber sonst hatte ich relativ wenig die letzten Jahre, letzten Monate. René, jetzt wird es interessant. Was muss man oder kann man machen, dass sich die Reifen vorne nicht immer so aufblähen? Fahre einen Carson Spector Benziner, den ich auf 6S umgebaut habe. Ah ja, der Motor ist 2000 kV. Ja, ist ganz simpel. Mach doch mal das Ritzel kleiner. Fahr nicht 6S oder sperr mal das Mitteldiff mehr. Du hast wahrscheinlich nichts im Mitteldiff drin. Und da würde ich zum Beispiel einfach mal 50 bis 100.000 CPS reinmachen und dann guck mal, was passiert. Dazu empfehle ich auch das Video, das Differential und vor allem auch die Übersetzung. Weil wenn du einen Verbrenner zum Brushless umbaust, hast du eine ganz andere ein ganz anderes Übersetzungsverhältnis. Ein Verbrenner braucht ja Drehzahl zum Laufen und die fahren mit sehr, sehr kleinem Hauptzahnrad meistens, so im Schnitt 45 würde ich sagen. Die Brushless-Dinger fahren ja mit mehr in der Regel. Arma fährt zum Beispiel mit 50. Wenn du dann natürlich mega Drehzahl auf das Auto hast, dann werden halt die Vorderräder groß, ne? Das ist ganz normal. Ein sanfterer Gasfinger hilft natürlich auch. Ansonsten Try and Error. Alexander fragt, wann es mal wieder was zu grillen gibt. Ich denke mal demnächst, wenn der Doktor Geburtstag hat. Sven mit den Kettenfahrzeugen zum Bashen. Also ich glaube, Kettenfahrzeuge zum Bashen ist nicht so geil. Frederik, wann gibt es meine Sticker mal zu kaufen? Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Da muss ich den Boris nochmal fragen, wann er die denn in den Shop setzt. Dem habe ich damals mal einen ganzen Packen mitgegeben. Und dann soll es die auch demnächst mal endlich zu kaufen geben, ja. Stefan, weißt du, wie es um German RC Playground steht? Ja, weiß ich. Ich habe vorhin noch mit ihm gesprochen.
Es geht ihm soweit gut, es ist auch alles in Ordnung, aber er hat derzeit einfach andere Sorgen und andere Sachen, um sich zu kümmern, als er Cedas ist. Und ich stehe eigentlich ständig mit ihm in Kontakt. Und deswegen gönnt er sich gerade mal eine kleine oder große Pause. Aber er wird definitiv wiederkommen, da habe ich ihm auch gesagt. Er hat gar keine Wahl, der muss wiederkommen. Markus, kommt denn vom Carsten-Virus ein Update? Also erstmal muss es besseres Wetter werden. Und vor März, April werdet ihr bestimmt auch kein Bashing-Video von mir sehen, weil mir das einfach zu kalt ist und meine Autos und meine Lipos das auch nicht so gut haben können. Matthias, bist du bereit für die geilen 1:10er-Kisten von Arma? WL-Toys hast du ja überlebt. WL-Toys steht hier noch. Ich glaube, das ist ein WL-Toys, ne? Ja. 1:10er werde ich mir nicht kaufen. Ich finde das zwar ganz geil, was die ja gemacht haben, aber das ist nicht meine Welt. Und wenn mich ein Auto nicht interessiert, kaufe ich mir das nicht. Ganz einfache Kiste. Martin, Einstieg Tourenwagen, TT02. Welche Regler-Motor-Kombi für TT02R oder welchen Regler für den Stock-Motor des TT02S? Was hältst du von Yokomo? Welches Chassis würdest du empfehlen für den Einstieg? Also, welches Chassis ich empfehlen würde für den Einstieg, das hast du schon. Das ist das TT02R-Chassis. Was Besseres wirst du nicht bekommen. Für den Büchsenmotor würde ich empfehlen, entweder den Hobbywing 1060, 1080, ich weiß es gerade nicht, oder den Tamiya TBLE02. Die funktionieren beide hervorragend mit der Büchse. Da macht ihr nichts verkehrt. Ja? Beide fahre ich auch zum Beispiel. Und das würde ich dir auch empfehlen, das da reinzubauen. Als Upgrade zu der Büchse, die dabei ist, würde ich vielleicht noch die Carson Cup Machine nehmen. Eine Hobbywing-Kombo, je nachdem, was auch das Reglement sagt, nachdem du fahren willst. Hast du gar kein Reglement? Definitiv Hobbywing. 21,5, 17,5 Kostenpunkt für die Kombo um die 100 Euro. So, ich muss mal einen Break machen, weil wir haben die halbe Stunde gleich vor. So. Indra fragt, wird es ein Review zum HPI WR8 Flux geben? Ja, bestimmt wird es geben, aber das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Weil wie gesagt, wir haben Januar, es ist arschkalt draußen, wir haben heute sogar Sturmwarnungen gehabt. Und bei dem Wetter habe ich draußen keinen Bock zum Fahren. Was hältst du vom Thunder Tiger Bushmaster 8E? Also, die Marke Thunder Tiger ist von Graupner aufgekauft worden. Keiner weiß, was Graupner mit Thunder Tiger vorhat. Ich zumindest weiß das nicht. Und daher werde ich bei Thunder Tiger erstmal schön die Finger von lassen. Auch wenn es mich neulich schon mal gejuckt hat, mir vielleicht mal wieder ein MT4 zu kaufen. So, Silvio. Ja, toll. Letzte Frage. Super. Welches Auto, das du mal besessen hast, hättest du gerne zurück? Ja, das ist tatsächlich, wie ich gerade schon sagte, der Thunder Tiger MT4. Doch irgendwo schon, ja, mit Sicherheit. Dann natürlich mein erstes RC-Auto werde ich irgendwann sicherlich euch nochmal zeigen hier. Das war der Carson X18. Asche auf mein Haupt. Aber den werde ich euch mit Sicherheit nochmal zeigen. Gar keine Frage. Traxxas Bandit hatte ich als zweites Auto. Sehr, sehr geil. Hat nicht lange gehalten. Traxxas halt. War auch mit Büchse noch. War also ein XL5-Kombo. Das sind so die ich vermisse. Ansonsten eher wenige. Wo ich Bock drauf habe, die behalte ich meistens relativ lange. Und dann ist es auch gut. Und wenn ich was Neues sehe, dann wird meistens einer verkauft und dann kommt was Neues. Schauen wir mal. So viele Autos habe ich zum Beispiel derzeit gar nicht hier. Also so viele nicht. Ich habe immer noch ein gutes Dutzend hier stehen. Mal schauen, was noch so kommt. Ich freue mich auf 2018, was uns so erwarten wird. Ich weiß schon so ein paar Sachen, die ich euch noch nicht so ganz sagen möchte und kann. Aber seid euch sicher, das Silver RC wird sich immer mal wieder neu erfinden. Ich bin ja jetzt gerade mit diesen Crawler-Zeugs angefangen. Davon habe ich wirklich null Plan, ja. Ich weiß zwar, wie so eine Büchse, wie so ein Motor funktioniert und so, aber mehr auch nicht. Da muss ich mich auch ein bisschen schlau machen. Ich finde das ganz interessant, das ist mal was anderes. Ein paar Freunde von mir, der Danny schrieb es, der macht es derzeit auch. Und mal was Neues ausprobieren. Stillstand heißt Rückschritt. Ich habe früher mal gesagt, dass ich einige Sachen mir nicht vorstellen kann. Und mittlerweile mache ich das genau diese Sachen halt auch. Ich fliege, ich habe Kopter, ich habe Flugzeuge, ich habe einen Crawler.
Ich habe ein On-Road-Wettbewerbsauto, mehrere mittlerweile sogar. Ich habe auch niemals kommen sehen, dass sich dieses Projekt, das Silver Assi, für mich so riesengroß entwickelt. Ja, ich habe mittlerweile 3,5 Millionen Klicks. Ich kriege nahezu jede Woche Corporations-Anfragen von irgendwelchen Firmen, die gerne ihre Produkte bei mir sehen wollen. Mich hat heute zum Beispiel Florion angeschrieben, ob ich deren portablen Charger mal testen möchte. Puh, keine Ahnung, ob ich das mal möchte. Aber das ist schon interessant, wie sich das alles so entwickelt hat. Vom kleinen Mick, der eigentlich keinen Plan hat, zu einem von Deutschlands größten YouTuber, den es im Erzählbereich so gibt. Und ich habe Zusammenkünfte mit BLR, also den Skidplates. Ich arbeite mit POS zusammen und Spielzeugarten und der Wahnsinn. Also das hätte ich niemals gedacht. Unter mir und unter anderem mir, gibt ja noch ein paar andere dabei, sind zwei riesengroße Facebook-Gruppen wie AMA RC Deutschland, die RC Modellbauer. Irre. Wir, auch wenn es nicht so eine schöne Story war, wir haben es geschafft, mit dieser Community ein eigenes Auto auf den Markt zu bringen. Auch wenn das Ende sicherlich nicht so schön war, haben wir es trotzdem geschafft, einen Hersteller zu überzeugen, mit uns ein Auto zu bauen. Die Story war zwar scheiße, aber wir haben es trotzdem gemacht. Und das muss jetzt erstmal einer nachmachen. Und wenn wir solche Sachen schaffen, dann kann das, was German RC Playground, Dr. AB Racing, damals noch German RC Channel und ich so machen, kann das ja gar nicht so ganz verkehrt sein, versteht ihr? Sicherlich sind wir alle noch ausbaufähig, aber wir sind doch alles Amateure und keine Profis. Ich bin kein RC Network, ich bin auch kein Aussie RC Playground. Das will ich auch gar nicht sein, ich bin das Silver RC und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bei der Silver Assi. Ciao, ciao.